Vor dem Internationalen Seegerichtshof hat das Verfahren um die 30 von Russland inhaftierten Greenpeace-Aktivisten begonnen. Die Niederlande, unter deren Flagge ihr Schiff Arctic Sunrise fährt, klagt in Hamburg, um die Freilassung der Besatzung zu erreichen. Die russische Küstenwache brachte das Schiff am 19. September in der Barentssee auf. Mitglieder der Umweltorganisation hatten zuvor versucht, eine Bohrinsel des Energieriesen Gazprom zu entern. Seither sitzen die Aktivisten trotz internationaler Kritik in russischer Haft. Laut Greenpeace-Direktor Kumi Naidu gibt es keine rechtliche Grundlage für die russische Intervention. Hier und heute geht es darum, einen Eilentscheid für die unverzügliche Freilassung zu erwirken. Zu klären ist noch, ob das Schiff tatsächlich in internationalen Gewässern war. Aber die Beweislage reicht auf jeden Fall für eine sofortige Freilassung aus. Der Platz der russischen Vertreter beim Internationalen Seegerichtshof ist indes leer. Moskau boykottiert das Verfahren und hat bereits angekündigt, sich dem Richterspruch nicht zu beugen. In Russland droht den Greenpeace-Aktivisten eine mehrjährige Haftstrafe.